Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr schnell, kostenlos und eine sehr schöne Website erstellen könnt. Und um dahin zu kommen, wo ihr jetzt gerade seht, wo ich bin, geht einfach auf www.weebly.com und dann seid ihr hier. Bei weebly.com kann man seine eigene Website erstellen. Dafür braucht ihr einfach nur einen Namen. Wie jetzt zum Beispiel, gebt ihr natürlich euren richtigen ein. Ich jetzt Franz Burg eingebe, seine E-Mail-Adresse ist dann wahrscheinlich. Dann gibt man da seine E-Mail-Adresse ein. Und dann tut man sich einfach ein Passwort auswählen. Am besten ein sicheres. So, los geht's. Dann kommt man schon gleich auf die erste Seite, wo man entscheiden muss, was man machen möchte. Möchtet ihr einen Shop erstellen? Möchtet ihr euch einen Internetblog erstellen? Das rate ich euch nicht hier zu machen, da gibt es bessere Anbieter. Oder möchtet ihr euch eine Website erstellen? Ich tue diesmal eine Website erstellen. So, jetzt habt ihr hier sogar schon eine Auswahl von Designs, die von Weebly kostenlos dazu, also zur Verfügung gestellt werden. Ich zeige euch nachher noch, wie man ein selbst eigenes gescriptetes Design nutzen kann. Ich suche mir jetzt ein Design aus, ich nehme jetzt einfach das hier und hier bei dem Design kann man noch Farben ändern. Was würde mir denn gut gefallen? Ich würde es sogar so lassen. Dann einfach auf Auswählen drücken und einfach warten. So. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Sache. Wenn man eine Website grundsätzlich kostenlos erstellen möchte im Internet, ist das nie .com, .net, .org oder .de, sondern immer plus die Website. Man kriegt einfach wirklich keine, ich habe ewig gesucht, man kriegt keine kostenlose Seite mit .com, .net, .org. Wenn ja, dann schreibt in die Kommentare, dann schaue ich mir das an und mache dazu vielleicht auch ein Video. Auf jeden Fall müsst ihr das hier auswählen, weil das ist kostenlos. Das hier würde Geld kosten. So. Also das würde Geld kosten. Wenn ihr schon eine Domain habt, könnt ihr diese hier eingeben. Zum Beispiel, und dann könnt ihr da die Domain, also dass das dann die Website ist. Wir geben jetzt aber hier erstmal einen Website-Namen ein. Und dann geht's weiter. Hier ist ein kleines Video, ich glaube das ist sogar auf Englisch, wo ihr... Welcome to Weebly. Wo ihr halt sehen könnt, wie ihr eine Website gut bei Weebly erstellen könnt. So ein Video mache ich jetzt sozusagen, so ein Video schaut ihr gerade. Ich zeige es anhand eines Beispiels, wie das funktioniert. Und hier ist halt alles auf Englisch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video noch gerne anschauen. Wenn ihr gute Englischkenntnisse habt, kommt ihr da gut mit. Sogar ich komme damit mit, also ist es gut. So, wie ihr schon seht, kriegt ihr hier ein kleines Tutorial. Das möchte ich jetzt erst überspringen. Weil das braucht ihr jetzt nicht. Weebly ist ganz simpel aufgebaut. Auf der Hauptseite hier, wie ihr seht, seht ihr die Website im Großen und Ganzen. Und hier steht Drop Elements Here. Also Elemente hindroppen. Hier in der Seite habt ihr die Elemente. Also alle Sachen, die ihr bei Weebly nutzen könnt. Überall, wo sich so ein Sternchen mit befindet, die kann man nur nutzen, wenn man Weebly Premium hat. Dazu komme ich was anderes nochmal. Erstmal schauen wir, es gibt sehr viele Möglichkeiten für die kostenlose Nutzung. Wie zum Beispiel hier einen Titel. Den nehmt ihr jetzt und schiebt ihn einfach hier rein. Dann erscheint hier nach ein paar Sekunden sowas zum Klicken bearbeiten. Einfach draufdrücken. Und da könnt ihr zum Beispiel Startseite eingeben. Und hier habt ihr noch ein kleines Menü, was ihr alles verändern könnt. Ihr könnt es dick machen. Ihr könnt es schräg machen, ihr könnt es unterstreichen. Hier könnt ihr die Größe ändern. Hier könnt ihr die Farbe ändern. Hier könnt ihr das verlinken. Hier könnt ihr machen, ob es in der Mitte, an der Seite, so. Ich mache es am liebsten in der Mitte. Und da könnt ihr nochmal vor- und rückgängig machen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einfach einen Text untersetzen und einfach losschreiben. Wie zum Beispiel Willkommen auf meiner Website. Und schreiben muss man auch können.
Ich hoffe, sie gefällt euch. So, hier könnt ihr zum Beispiel eure Startseite machen. Hier könnt ihr noch hinschreiben: Willkommen. Kommen zum Beispiel, hier noch eine kleine Beschreibung. Auf meiner Website. Und hier, das eine Schaltfläche ist, das bedeutet, wenn man da draufdrückt, kommt man woanders hin, zum Beispiel zum Impressum. Könnt ihr hinschreiben und dann, wenn ihr halt draufdrückt, öffnet sich dieses Fenster. Könnt ihr hier auswählen, Mitte, Seite, den Stil. Es gibt euch immer vier Stile vor und hier könnt ihr es verlinken. Einmal auf eine andere Website, dann müsst ihr auf jeden Fall http/, und dann die Website eingeben. Oder ihr tut eine Seite von Weebly nutzen. Das zeige ich euch gleich, was die Seiten sind und wie man diese verwaltet. Hier oben seht ihr nochmal einen Website-Name, zum Beispiel Franz Burg Designs. Da könnt ihr auch ein Logo auswählen oder einfach gar nichts anzeigen lassen. Oder halt ein Logo. Das könnt ihr einfach hier hochladen. Wenn ihr da drauf drückt, öffnet sich euer Computer, könnt ihr eine Bilddatei auswählen oder ihr zieht sie einfach von Desktop hier rein. Ich nenne sie jetzt einfach Franz Burg Designs. So, jetzt kommen wir unter den zweiten Reiter, der sich hier befindet. Das ist das Design. Was ihr am Anfang sozusagen ausgewählt habt, könnt ihr natürlich noch ändern. Hier unter Design ändern kommt ihr erneut zu der Übersicht, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Dort könnt ihr einfach Choose für auswählen oder Vorschau, wenn ihr einfach mal gucken wollt, wie das aussehen würde auf eurer angepassten Website. Zum Beispiel hier als Beispiel, ich tue mal die Vorschau machen. So würde das im Style von diesem Website-Design aussehen. Jetzt für alle Leute, die sich mit HTML und CSS auskennen. Jeder, der nicht weiß, was es ist, ihr müsst das nicht wissen, um diese Website zu machen. Es ist möglich, aber ihr müsst es nicht. Hier unten könnt ihr auf den HTML und CSS Modus sozusagen wechseln, könnt hier alles texten, hier die Dateien hochladen und hier sind die ganzen sozusagen HTML-Dateien und hier die CSS-Main-Style. Ihr müsst da selbst durchblicken. Ich hatte damit nicht durchgeblickt. Ich bin noch in der Aufbauphase, wo ich das alles erlerne. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, nämlich zu den Seiten. Das ist ganz simpel. Hier links seht ihr alle Seiten, die es auf eurer Website gibt. Also das hier. Wie ihr es auf jeder Website kennt, könnt ihr auswählen. Da habt ihr sozusagen zum Beispiel neue Sachen, wo ihr neue Elemente eintroppen könnt und alles. Also hier haben wir die drei. Ihr könnt diese natürlich beliebig verschieben. Zum Beispiel das nach hinten machen. Und ihr könnt natürlich neu hinzufügen. So, hier habt ihr schon mal eine Auswahl. Einmal, ihr könnt einfach eine Blogseite, also wenn ihr einen Blog in eure Website integrieren möchtet, könnt ihr da eine Blogseite erstellen. Eine Store-Page, falls ihr einen Store in eure Website integrieren möchtet. Oder eine externe Website reinmachen. Standardseite ist einfach eine normale Website. Das mache ich jetzt einfach. Diese nenne ich jetzt Impressum. Dort wird alles angezeigt, was ich mache, meine ganzen Datenschutz und so zum Beispiel. Also, ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt ja auch einfach Design nennen. Designs. Da sind zum Beispiel die Designs von Franz Burg da dran. So, jetzt könnt ihr einmal es von der Navigation sozusagen ausblenden, damit man das oben im Reiter nicht sieht. Oder halt, dass man es sieht. Also, wenn ihr es aktiviert, sieht man es nicht. Hier könnt ihr ein Seitenlayout wählen. Einmal, dass hier ein Bild ist, ein großes, einmal ein kleines, gar keins, und eine Hauptseite, wo ein Bild mit Text und Schaltfläche ist, und eine Flash-Seite. Eine Flash-Seite ist eine Seite, wo Text umgeben von einem kompletten Bild ist. Also der Text befindet sich hier in dem Kasten und drumherum ist ein großes Bild. Wir machen jetzt einfach mal ohne. Hier könnt ihr noch die Sichtbarkeit, ob die jemand sehen kann oder ob sie mit Passwort ist. Passwort könnt ihr nur mit Premium nutzen. Jetzt einfach speichern und bearbeiten. Dann seid ihr hier auf dieser Seite. Da können wir zum Beispiel jetzt einfach was reinziehen. Designs.
machen wir in die Mitte. Hier können wir dann zum Beispiel einfach Bilder überall hochladen. Einfach reinziehen, draufdrücken und ein Bild von eurem Computer auswählen. Was es dann hier noch gibt, das möchte ich jetzt noch kurz zeigen, ist eine Galerie und eine Diashow. Dann gibt es einmal, dass ihr Maps, also Google Maps zum Beispiel, dort befindet sich mein Geschäft, könnt ihr dann hier auswählen. Dann könnt ihr hier eine Adresse eingeben und wie groß das ist. Dann könnt ihr auch ein, wenn das hier fertig geladen hat, ja, lade bitte. Machen wir einfach weiter. Ihr könnt einen Teiler machen, also einen Trenner, dass das hier zum Beispiel getrennt wird. Ihr könnt ein Kontaktformular reinpacken, wo andere Leute ihren Kontakt eingeben müssen, falls sie vielleicht etwas kaufen oder falls sie euch verständigen möchten. Dann könnt ihr hier einen Code reinmachen, wie HTML-Code, wo wir vorhin beim Design schon waren. Dann könnt ihr einen Spacer, sozusagen eine Trennung reinmachen. Oder eine Schaltfläche, so wie wir es vorhin auf der Startseite hatten. Einfach benennen, verlinken und schon habt ihr es. Ihr könnt auch mit dieser Schaltfläche Downloads machen. Also, dass ihr dort eine Datei downloadet, zum Beispiel ein Vorlagendesign. Nur mal als Beispiel. Dann geht's hier weiter, kann man verschiedene Dokumente, YouTube-Videos, Dateien, Flash-Dateien, Google AdSense, Produkte, Zitate, dann Social Media, ein Antwortformular, eine Umfrage. Also man kann ziemlich viel machen, auch einen Kalender. Und so könnt ihr eure eigene Website sozusagen zusammenstellen. Dann kommen wir zum nächsten Reiter Shop. Hier könnt ihr euren eigenen Shop machen. Das würde diesen Rahmen des Videos sprengen, deswegen werde ich das jetzt hier nicht zeigen. Falls ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann erkläre ich euch alles zu dem Shop. Kommen wir zum nächsten Reiter, zu den Einstellungen. Hier seht ihr nochmal, wie ihr die Website benannt habt, wie die Website heißt, die sieht man auch oben im Reiter, wenn man die Website öffnet. Hier könnt ihr SSL einschalten oder ausmachen, ob es für mobile Geräte sozusagen auch ein anderes Design hat, worauf wir nachher noch zurückkommen. Dann das Icon, was angezeigt wird, das könnt ihr nur mit Premium machen, so wie alles, was sich hier unter befindet. Außer man kann hier noch Navigation, also wenn die Navigationsleiste komplett voll ist, ob es dann als mehr zusammengefasst wird. Dann kommen wir auf SOS. SEO. Das ist für zum Beispiel Google AdSense. Das ist nicht notwendig, um eine normale Website zu machen. Wenn ihr damit Profit, also Geld und so haben wollt, dann könnt ihr das machen. Es ist wirklich nicht relevant, für jemand Neues, der gerade eine Website erstellen möchte. Dann könnt ihr hier noch, falls ihr in einer Gruppe seid und ihr sozusagen der Admin, also der Hauptmann seid von der Gruppe und sozusagen eure Mitglieder die Website auch verwalten sollen, könnt ihr sie hier als Redakteure mit einspeichern. Einfach New, Redakteur, seine E-Mail-Adresse, noch ein Invite und hier könnt ihr auswählen, ob er ein Administrator ist, also ob er alles machen kann, ob er Seiten nur bearbeiten kann oder nur Dashboard, also nur zum Beispiel Kommentare verwalten kann und sowas. Die zwei Optionen sind nur mit dem Pro-Modus, also dem Premium-Modus von Weebly nutzbar. Hier seht ihr alles zum Blog, den haben wir hier jetzt nicht unwichtig, so wie hier der Shop. Da gehen wir mal wieder zurück. Hier seht ihr noch Leute, die sich in eure Seite eingeloggt haben, falls ihr ein Forum reinmacht, weil dies ist auch möglich. So, hier seht ihr nochmal einen Website-Planer. Das ist einfach mit Hilfesachen. Hier kann man gucken, was man alles machen kann. Für die Website, Aufbau, Organisation könnt ihr euch gerne durchlesen, ist auf Englisch, könnt ihr aber mit allem übersetzen oder ihr könnt halt gut Englisch. Und dann könnt ihr hier halt einfach die Sachen wählen und gucken, ob ihr das alles reingemacht habt oder ob es euch überhaupt interessiert. Kommen wir jetzt nun hier hin. So würde die Website aussehen, wenn ihr es von einem Computer oder einer, keine Ahnung, also ich nenne es Computer,
anschaut oder wenn ihr es von Mobilgeräten anschaut. Drückt ihr einfach drauf, das machen wir mal weg. Und so würde sozusagen die Seite in mobiler Version aussehen. Das würde jetzt natürlich ein bisschen kacke aussehen, aber ihr könnt jetzt hier noch ein Design auswählen für die mobilen Geräte. Gibt es ganz viele verschiedene. Zum Beispiel, das sieht mir doch schon vielversprechender aus. Und bei mir funktioniert das gerade nicht, es tut mir leid. Dann könnt ihr hier einschalten, ob ihr die Header-Bilder sehen wollt, also wenn da oben Bilder sind, also die hier zum Beispiel, die halt bei der Desktop-Version die hier sind, oder halt die hier. Und ihr könnt auch generell wie in den Einstellungen einfach die mobile Version ausschalten, wenn ihr es einfach hässlich findet, wie ich. Ich bin nicht ein großer Fan von dieser mobilen Version. Ist vielleicht praktisch, finde ich nicht. Hier könnt ihr einfach veröffentlichen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich nicht eine unnötige Seite irgendwo im Internet veröffentlichen möchte. Unter dem nächsten Reiter hier rechts könnt ihr es im Vollbildmodus bearbeiten. Ich rate es nicht, es ist schon groß genug auf einem Desktop. Und hier kommt ihr auf die Übersicht von allen Webseiten, die ihr habt. Hier seht ihr, das ist meine Website. Und hier sieht man auf dem Modus erst die Free-Version. Es gibt noch eine Pro-Version und eine Business-Version. Die Business-Version ist die teuerste. Dort kann man dann wegen Shop alles machen, was geht. Hier könnt ihr noch eine weitere Website hinzufügen. Man kann in der Free-Version bis zu zwei Webseiten machen. Dann könnt ihr hier noch die Statistik ansehen. Hier könnt ihr sehen, wie viele Aufrufe ihr habt. Ich habe natürlich noch keine gehabt. Um detaillierte Aufrufe zu haben, braucht ihr auch die Pro-Version. Dann könnt ihr hier auf Mehr. Hier könnt ihr eure Blog-Kommentare, eure Formulareinträge sehen, die Website eventuell nochmal kopieren und sozusagen ein Update sozusagen damit testen und es dann auf die andere Website übertragen oder generell die Webseite löschen. Und in dem nächsten Reiter könnt ihr gegen Geld, wie gesagt, eine Domain registrieren. Also ihr möchtet nicht mehr .weebly.com sein, sondern einfach nur noch .com. Das kostet Geld. Könnt ihr hier eingeben. Da guckt es nach, ob die Website verfügbar ist. Und dann könnt ihr hier auf Weiter und dann bezahlen. Unter Einladung. Das ist jetzt was ganz Interessantes. Ihr könnt hier zum Beispiel auf Twitter oder Facebook das teilen, diesen Link. Und wenn sich ein Freund oder ein Mensch, der sich damit eine Website veröffentlicht, also mit diesem Link, ihr drückt auf den Link, ist ganz wichtig, dann die Website erstellt und veröffentlicht, bekommt ihr $10 Guthaben. Dieses Guthaben ist gut, um euch später dann auf die Pro-Version sozusagen abzudaten. Ich glaube, die kostet 60 Dollar im Monat oder so. Und wenn ihr halt 6 Freunde einladet, habt ihr sozusagen einen Monat lang die Pro-Version, also könnt ihr dann machen. Sonst habt ihr einfach nur Guthaben für all das, was ihr kaufen könnt. Hier auf eurem Konto seht ihr nochmal euer Passwort, eure E-Mail-Adresse, euren Namen. Könnt mit Facebook und Google Plus verbinden. Hier könnt ihr das Konto komplett löschen. Und ihr könnt die Designer-Plattform. Das ist erstmal alles unrelevant. Unter Support findet ihr nochmal den Weebly-Support. Mit dem hatte ich noch nie etwas zu tun. Ich habe es nie gebraucht. Es ist ziemlich einfach und hatte noch nie Probleme mit Weebly. Weil es ist so simpel und einfach und ich finde es einfach toll. Ich hoffe, es hat euch dieses Video geholfen, eure eigene Website zu erstellen oder einen Ansatz gegeben, euch mal zu zeigen, wie man eine Website gut erstellen kann. Es würde mich freuen, wenn ihr mit Weebly das macht, weil es einfach gut ist. Ich kriege kein Geld dafür oder so, dass ich das jetzt sage. Ich finde es von mir aus super. Und falls ihr eine damit erstellt habt, könnt ihr die auch unten in die Kommentare schreiben. Es kann sein, dass sie gelöscht werden, weil ihr einen Link reinmacht. Aber wenn nicht, sorge ich dafür, dass ihr das, dass es sichtbar ist. Und ich schaue mir die Website mal an und könnte sozusagen auch mal ein kleines Review über die Website machen oder was mir in der Website gefällt und was man eventuell besser machen kann. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, schreibt doch mal einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Oder gebt dem Video eine Bewertung. Und wenn es euch wirklich gut gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch mal kostenlos meinen Kanal. Ja, abonnieren ist komplett kostenlos, es kostet kein Geld, könnt ihr einfach machen. Und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, was auf meinem Kanal los ist.